Hey ho, heute machen wir die Family Burger Party. Da werden wir auch die Feuerplatte mit einbrennen. Tja, der Besuch wollte ja nicht kommen. Egal, machen wir unsere Burger selber. Ganz ehrlich, eigentlich könnte ich ja die Burger Penny Burger nennen, weil ich gestehe es ganz offen und ehrlich, ich habe heute alle Zutaten beim Penny gekauft. Ganz einfach, ich war zu faul, noch weiter zu fahren. Penny ist der nächste Laden und warum nicht? Naja, gut. Okay, Platte heizt sich nachher dann gleich an, aber zuerst gehen wir jetzt rein. Da muss ich noch das Hackfleisch ein bisschen vorwürzen, da sage ich drinnen noch was dazu. Und Übersicht über die ganzen Zutaten. Attacke. Dann wären wir bei der Schellenübersicht. Ich habe hier jetzt 1,5 Kilo Hackfleisch. Ich habe ja vorher gesagt, wo ich eingekauft habe. 1 Kilo Rinderhack und 500 Gramm gemischtes, also hauptsächlich Rind. Aber ihr wisst ja, ich mag das sehr gern gemischt. Und das tue ich jetzt gleich mal in die Küchenmaschine, weil ich habe heute keine Lust, ja, mir da einen Wolf abzukneten. Ja, was haben wir noch? An Ketchup, dann habe ich die Bull-Eyes Honey, eine Barbecue-Whisky-Soße, die habe ich auch schon probiert, die ist sehr lecker. Ja, die Joghurtte, da mache ich noch ein Rolleis auf meinem anderen Kanal, die gehört hier jetzt eigentlich gar nicht mit rein. Burger Buns habe ich die ganz einfachen gekauft, an Eisbergsalat, haben leider keinen anderen gehabt. Dann haben wir hier noch so Hotdog-Gurken, die passen auch ganz gut, ein paar Zwiebeln. Die müssen wir auch noch klein schnibbeln. Beispielhaft für das, was ich habe, ein Päckchen Bacon und den Burger Cheese, den Butchers, der was so lecker ist. Da habe ich natürlich mehrere Päckchen da. Ein bisschen Senf, ein Rub. Ja, Leute, was soll ich da lang rumreden? Ich habe den hier genommen, den Sauerei. Man hätte auch mit Salz, Pfeffer, hau mich totwurzen können. Hier fängt schon wieder die Lampe zum Spinnen an. Und noch ein bisschen Worcestersoße. Also dann ist das im Prinzip das einzige an Fremdzutat. Gut, wollen wir mal. Eingerastet. Und dann kneten wir das einfach jetzt mal auf Stufe 1. Ich will einfach schon ein bisschen Geschmack in den Patties drin haben. Und deswegen mache ich das Ganze so wie ich es mache. Und in den Burgerbuch von Weber, da sind ja auch schon solche Ideen drin. Und den Rub gebe ich jetzt auch so nach und nach zu, dass der schön eingeknetet wird und sich keine Rubnester bilden. Ha, gut, klar, schwere Sprache heute wieder. Ja, so lasse ich jetzt das Hackfleisch durchkneten, bis das alles schön untergemengt ist. Ein Sprutz Ketchup schon mal noch mit hineintun und das war's dann. Also das Gewürz kommt natürlich noch mit rein. Ja, und wenn das soweit fertig geknetet ist, kommt es dann in der Extraschüssel mit Deckel. In der Zwischenzeit schneiden wir alles zusammen hier, was wir draußen brauchen, und dann sehen wir uns auch schon draußen wieder. Was ich gerade vorher vergessen hatte, ein Sprutsenf habe ich ja auch noch mit rein. Jetzt aber wirklich raus und ja, einbrennen, Leute. Also ich benutze das Ding jetzt einfach einmal. Ich mache jetzt ein bisschen ein Feuer rein, nicht so übertrieben wie sonst immer. Das machen wir dieses Mal ein bisschen sanfter und schauen, wie warm das, wie heiß die Platte wird. Aber das sollte uns dann mit Sicherheit ausreichen. Ja, und nebenbei öle ich die Platte ein, immer wieder mal abreiben, einölen. Und ja, mehr brauche ich da jetzt halt einbrennen, weil so eine richtig schöne Patina, richtig schöne dicke Schicht bildet sich ja sowieso mit der Zeit. Also das mit dem Einbrennen erzwingen wollen, ist sowieso der völlige Blödsinn. Und jetzt ist mir das blöde Vieh nach hinten weggerollt. Ich will doch heute bloß in der Mitte Feuerchen machen. Die ist so noch mit. Nein, dann gehen wir halt nochmal Hände waschen.
Jawohl. Und wie gesagt, heute viel gediegener als sonst. Weil sonst habe ich ja wirklich geschaut, dass ich Wops außenrum gleich ein Feuer reinbringe, dass alles zu spät ist. Das versuche ich mir heute zu verkneifen. Immer wieder ein bisschen nachschieben, ob gut ist. Außer jetzt von Anfang, da hauen wir ein bisschen mehr rein. So, und dann darf der dicke auch gleich mit anfeuern. Der darf dann auch ganz genüsslich in der Schräglage runterbrennen. Und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Gut. Heiß werden lassen. Leute, Schatzi telefoniert gerade mit unten, bis wann die hochkommen, dass wir ja, die Burger drauf klatschen. Und ich kann euch eins heute schon sagen, es könnte eine kleine angehäufte Häufigkeit von Kindergeschrei geben. Aber es ist ja Family Burger Time, also ganz normal. Also ich feuer jetzt noch ein Weilchen, bis die Platte schön heiß ist. Und ja, Cam lasse ich einfach jetzt einmal so stehen. Nachher dann bloß beim Burger zusammenbauen, stellen wir sie kurz rüber, ansonsten lasse ich die hier stehen. Und ja, heiß werden lassen, Burger bauen. Das Schöne an dem Band, die sind schon halb vorgeschnitten, da kann man nicht viel falsch schneiden. Einmal zack, zack, zack. Ja, und dann schmeiße ich die schon mal am Rand hin, dass wir die ein bisschen antoasten. Und dann kommen die auch ja, wieder runter. Machen wir mal 8 Stück. Gleich vorarbeiten. Dann wird es nachher nicht so stressig. Außen sind wir ja nicht so warm, deswegen ja, können wir die jetzt eine Weile drauf liegen lassen und die Platte eben noch heiß werden lassen. Die Burger müssen wir halt dann ein bisschen innen rein. Aber man merkt wirklich, dass ich dieses Mal bloß in der Mitte Feuer mache. Naja, es wird. Wenn ich nicht bloß schon wieder zu viel reinhau. Da muss ich heute echt aufpassen. Ja, und wenn die eben alle angetoastet, fast runtergeschmissen, angetoastet sind, legen wir die auf ein Blechel und auf die Seite. Und dann geht es auch weiter. Ja, so langsam werden die Buns und nebenbei haue ich jetzt einfach schon mal den Becken hier drauf. Da mache ich immer so Doppelscheibchen. Und ja, wenn der durch ist, trocken wir nicht. Passt das. Und wenn er durch ist, tue ich den eben dann ja, auch auf eine extra Platte. Und beim Burger Tambau kann man den dann mit drauflegen. Oh, Leute. Oh, lecker Bacon. Die Buns tun wir runter. Tja, dann brauche ich mich nachher schon nicht mit den Buns abstressen. Genauso wenig wie mit dem Bacon. Bleibst du hier weg? So, ein Päckchen habe ich noch. Das hauen wir jetzt auch noch gleich drauf. Was halt an dieser kleinen Feuerplatten- und Grillkombination nicht so gut ist, wenn die Holzstücke so groß sind,
dann hängen sie halt oben raus und es kommt halt ab und zu, ja, so ein bisschen Ascheflug, aber mein Gott, dann ist es so. Wo habe ich meine andere Zange, meine Weber, die habe ich mir gerade umfunktioniert. Schieben wir das Zeug wieder ein bisschen runter. Jetzt teilen wir das Baconfett und dann können wir auch schon unsere Zwiebelchen anrösten. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich zum Beispiel hätte die Zwiebeln jetzt so, wie sie sind, auf den Burger draufgeklatscht. Schatzi will sie angeröstet haben. Also, und tun wir sie anrösten. Oh, hab ihn heiß. Hi! Ja, Zwiebeln. Der Bacon wäre auch soweit fertig. Dann verteilen wir noch die Zwiebeln schnell außenrum, dass sie auch jetzt schneller fertig werden. Und Schatzi zieht sich schon die Handschuhe an. Cool. Für die Burger. Zeig her die Kugel. Ja, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Halt, ich muss erst mal Öl drauf tun. Da hier außen im Bereich. Eine Burgerpresse von der Grischow, die habe ich in einem Wasserbecken stehen. Und ja, das mit dem Wasserbecken habe ich bei McAllister gesehen. Und das funktioniert sehr jetzt gut. Jetzt hast du den nächsten. Ja. Du brauchst sie nicht so extrem zusammenbollern. Das reicht, wenn du mir einen kleinen Boller machst, einen leichten und auch die Platte hier am Rand bitte drauf klatschen. Sonst verbrenne ich nicht zu sehr. Ja, geh raus. Jetzt? Einmal jetzt Wasser vorher. Und ich muss kurz die Zwiebeln umrühren. Die hat die Oma gezaubert im Garten. Ich hab das Essen gezaubert. Nein, ich hab es geholt. Schön. Ja, komme schon. Lass mal gut sein gerade. Jetzt machen wir erstmal die Burger fertig. Die hätten schon nur wieder Fahrt bringen. Bin ich schon fertig mit den Zwiebeln? Wow, kann ich
Wow, von der Flamme. Zu sehen. Was? Macht Spaß, gell? Cam läuft übrigens die ganze Zeit mit, mein Schatz, gell? Was machst du? Und das Flamme küssen lassen. Wilde Experimente, oder? Ja, das macht der René auch so, das schaut so geil aus. Das macht der René auch so. Willst du die Zwiebel noch heftiger haben? Ich glaube, die sind fertig mit hier. Die Burger? Ja, die brauchen noch einen kleinen Augenblick. Oben drauf? Nein. Nee, den tun wir auf dem Burger drauf. Oder? Ja, dann musst du aber ein bisschen weiter wegziehen. Auf Ketchup. Bitte? Ketchup mal. Je nachdem, wer was will. Ich habe auf diese Burgerdose. Also ich will auf alle Fälle die Wichtendose unten drunter haben. Also, wer mag jetzt den ersten Burger zum Zusammenbauen, kommt bitte her. Salat. Also, hier wird jetzt Burger Tomate. Für Junior gebaut. Tomate, weiter. Snack schon drauf und jetzt der Burger. Und dann? Den Burger brauchen wir jetzt. Ein bisschen Ketchup noch im Deckel gleich rein. So. Und jetzt brauchen wir da Fleisch. Nein, kein ja, Fleisch. Magst du ein paar Zwiebelchen auch? Nein. Da ist noch Käse drauf. Da stelle ich auf drauf. Also, hört ihr mit den ersten? Dann, ich mag das. Dann ja. Magst du ein bisschen Zwiebeln auch drauf? Nein, kein Zwiebeln. Ich mag keine. Du magst keine, musst du ja nicht. Also, Opa, einen. Da ist niemand denn da. Ich nehme nicht die Mumie neben den. Ich muss den schnell abziehen. So. So. Deckel drauf. Und der erste Junior-Burger ist fertig. Bitte schön. Halt den mal hierher in die Kamera. Ja, sieht der nicht schon mal mega aus für die Jugend? Bitte schön. Dankeschön. Vorsicht, der Scheiß. Ramona. So, was magst du unter drauf? Unten? Ketchup, Barbecue-Soße. Barbecue-Soße, welche ist deine beste Barbecue-Soße, die du hast? Barbecue, das ist Whisky. Die ist Whisky, die ist und das ist gut. Honey. Okay, ich hätte gerne die Honey. Das probiere ich doch jetzt mal. Oh, hat die. Ja, das ist so ein Verschluss. Das ist ja ganz blöd. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Huch. Salat. Einen Salat. Halt. Zwiebel. Ja. Zwiebel gehen immer. Einen Salat. Ja. Ein Patty. Ein. Ja. Bitteschön. Tomate. Und ich habe gesehen, du hast ein Bacon. Ja. Bacon brauchen wir noch. Also ja. Bacon. Definitiv. Kommt da noch ein Bacon drin. Bitteschön. Oder darfst du noch mal eins rausnehmen? Dankeschön. Du
tropft mir gleich aus meinem Gesicht. So. Lecker, lecker. Strammels und Bacon für den kleinen Mann. Guten Appetit. Vielen Dank. Patricia. Jetzt kommt der Kugelchips-Burger. Was für eine Soße? Eine normale, wo nicht süß ist. Danke, Ketchup. Ohne Tomate. Zwiebel? Ja. Zwiebel? Ich komm gleich, Moment. Steck. Salat? Ja. Keine Gurke, keine Tomate. Heikle Sirch. Und kein Bacon? Doch. Wie Bacon willst du aber dann doch? Der Bild. So, dann brauch ich. Hab ich ja auch Gemüse gespart. Haben wir gleich mal unten eine Scheibe Bacon drauf. Die Dinger schrumpfen ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Wenn du schon so in die Hand findest, mit zwei Ende. Und nimmst schon ganz hinten, egal wie da die Hände voll sind. Fünf Tomaten drauf. Das ist so beim Burger-Essen. Geh mal keine Tomaten. Ja, eben drum. Du, die hat erst gestern gekotzt. Nein, Hendrik. So. Hendrik. Doch, am Tisch. Am Tisch. Danke. Nimm deinen Burger mit, präsentieren noch einmal. Dankeschön. Ja. Wer ist der Nächste? Ich. Das ist Stefan. Ja. Soße. Okay. Hier drauf erst einmal legen. Das Brötchen? Ja. Kann man jetzt einen nach dem anderen bauen? Was ist denn Soße drauf? Egal. Whisky. Oh ja. Egal, ist einmal egal. Pass auf, los. Dankeschön. Zwiebel? Ja. Salat. Bacon magst du ja nicht, hast du gesagt, gell? Na dann. Zu Ende der Nahrungsspitze. Wieder einer, der mein Bacon weg ist. Dann brauchen wir da Patty. Dann Tomate, ja, Gurke. Gerne Tomate. Gurke muss nicht sein. Gurke, die sind alles Weicheier. Ich krieg's auf den Magen von Nico. Gurke und was brauchen wir noch? Nix mehr. Der Deckel. Ja, und der nächste fertig. Die Düsen. Dankeschön. Halt! Du willst noch einen extra Scheiben Bacon dazu. Den oberen haben wir ja jetzt vergessen. Bitte schön, Dankeschön. Ein Teller? Ja, sofort. Ich brauche jetzt mein Paddy. Dankeschön. Dankeschön. So schaut er aus. Super, den hat man zwar jetzt nicht gesehen, weil er zu weit oben war, aber egal. Sah geil aus. Und Leute, jetzt bin ich endlich dran. Irgendwie verzählt vorher. Dann mache ich mir jetzt auch noch ein Burgerchen.
Nö. Ja. Tun wir jetzt schön fertig braten. Ich schaue mir da definitiv ein paar von den Gürtchen drauf. Dann schön Zwiebelchen. Bacon! Also bei mir gehört Salat definitiv auf den Burger drauf. Und bevor man jetzt noch eine Stunde lang braucht, schnell die Glosche drauf. Leute, ich habe einen Bacon Jam gefunden. Schmeißen wir einfach noch so einen Batzen oben drauf. Tja, jeder hatte die freie Wahl, wie er uns zusammengebaut haben will. Ich baue meinen halt so zusammen. So, nochmal drehen. Ich glaube, das sollte ausreichen. Ja, wollt ihr noch mal einen? Ja, gerne. Stefan? Gerne. Patricia? Nur einen halben. Ja. Auch wenn ich sonst kein Tomatenesser bin, aber auf dem Burger gehört die Tomate. Kapletsch. Und fertig ist mein Burger. Und den beiße ich mit euch zusammen jetzt an. Und während ich meinen Burger esse, ja, ich schätze hier weiter einen weiteren Burger machen. Und vielleicht kriegt ihr noch Hilfe. Ich habe noch den oberen Bacon vergessen bei mir. Jetzt hätte ich mich selber fast geschummelt. So. Und das Allerschärfste war ja gerade, Patricia fragt, kann ich helfen? Und Schatzi sagt, ja, pressen und sie, naja.
Brauche ich nichts dazu sagen? Aber die presst jetzt da drüben die Burger. Schön draufpressen und ein bisschen drehen, bisschen drehen. Toll. Ja, du musst schon zwei Hände nehmen für die Presse. Runter, runter! Wenn die immer nie zugucken, wenn man Burger macht. Und dann stellen sie sich hin, aber... Also ich beobachte jetzt. Ja, ich hole euch gleich Überraschungseier und dann hole ich den Hendrik schnell. Hast du einen Schlüssel dabei? Ja, aber bevor mein Burger jetzt komplett kalt ist, Anaconda-Modus. Dann hole ich die. Und wir haben aufgegessen. Das ist das nicht. Ich krieg mein Stück. Wobei kriege ich mein Goschka halt auch. Der Tropf. Die Mama hat Überraschungseier. Bist du nass? Für mich war es verschiedene. Was heißt, du willst einen halben Reif hier, der halbe Decke? Ja. Saumäßig lecker. Yum, yum. Tja, Leute, zum Schluss wird die Platte noch einmal schön abgeschabt, dass sie von den Speiseresten wieder befreit ist. Und ja, man sieht hier, es hat sich schon angefangen, die Patina wieder zu bilden. Im Anschluss wird sie natürlich wieder schön eingeölt. Das heißt natürlich, manchmal vergisst man das halt. Und ich muss sagen, so wie ich sie heute angefeuert habe, war das was ganz was anderes. Und dazu muss ich nochmal sagen, danke René, dass ich bei dir zuschauen durfte. Oh, jetzt kommt mir der Rauch ins Auge. Das hat mir jetzt sehr weitergeholfen, auch wenn es nämlich der René nicht mitgekriegt hat. Ich habe da nämlich ziemlich genau aufgepasst, wie und was er macht. Und Leute, ihr wisst ja, keiner ist perfekt. Jeder kann noch dazu lernen. Lasse ich sie aber erst ein bisschen nach unten brennen, bevor ich dann wieder einöl. Freunde, somit kommen wir zum Ende von diesem Video. Vielleicht mache ich nachher dann noch eine Szene, wie ich die Platte dann komplett fertig in die Ecke gestellt habe. Die füge ich noch hinten dran. Aber ansonsten wären wir durch. Und wer jetzt meint, noch blöd Kommentar abzugeben, weil ich mal einen größeren Burger gebaut habe. Ja, ganz einfach. Alle anderen haben zwei Burger gegessen und ich nur einen. Also der Ausgleich. Habe ich an mir ein Bein gespart. Auch nicht schlecht, oder? Für einen Billigburger. Wie hat's euch geschmeckt? Super. Super? Lecker. Ah, Finn sagt lecker. Mm, oh, das tut gut. Super, ehrlich lecker. Was war das für ein Hackfleisch? Ganz normales von Penny. Rind oder Schwein? Gemischt. Voll lecker. Ich hab
ein Kilogramm Rind genommen und 500 Gramm gemischt. Voll lecker. Also du kannst sagen, ca. 90% Rindfleisch. Und halt das Hackfleisch noch extra gewürzt. Weil ich mag das nicht, wenn die Fladen so extrem trocken sind. Schatzi? Schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch. Ja, wie gesagt, die haben alle zwei Burger. Ich bloß einen. Passt so. Ja, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ein freundliches Kommentar und wir sehen uns das nächste Mal. Und wie gesagt, mit dieser Jogurette, oh, da mache ich mir noch leckere Eiscreme Rolls. Aber wahrscheinlich auch erst morgen. Naja, Patricia! Wie hat's geschmeckt? Lecker. Lecker. Okay, das war's dann. Wir sind raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Ikowski. Freunde, ihr seht es. Ich glaube, die Spiegelung erkennt man sehr gut. Und alles nochmal schön eingeölt. Und nachher, wenn sie dann komplett kalt ist, tue ich das nochmal leicht einölen und dann lasse ich das Ding einfach stehen. Aber der Rost hockt drin, ich bin mir sicher, das fängt wieder mal an. Ich tät sie ja zum Sandstrahlen bringen, aber da muss sie auch komplett fettfrei sein. Also müsste ich sie vorher nochmal komplett abschrubbeln und nö, mache ich nicht. Jetzt schauen wir mal, wie sie so jetzt sich verhält, wie sie durchhält. Und naja, ansonsten streiche ich sie irgendwann einmal selber dann komplett beidseitig. Mhm. Okay, Leute, wir sehen uns. Ciao.